Hallo, mein Name ist Yannick Solche und bin Vater von drei Töchtern. Ich komme ursprünglich aus Kamerun. Für die, die nicht wissen, wo Kamerun liegt: Kamerun liegt genau in Zentralafrika, neben den Ländern wie Nigeria und Tschad. Ich habe hier an der Websex Hochschule Automotive Engineering studiert. Für die WAZ hatte ich mich damals entschieden, weil ich sofort ein Zimmer bekommen hatte und auch eine Freundin empfangen in Zwickau. Jetzt sind wir auf dem Campus Schefferberg und jetzt gehen wir ins akustische Labor. Für die Alumni existieren hier direkt an der Westsächsischen Hochschule auch gute Karrieremöglichkeiten, beispielsweise in Laboren werden auch Laborleiter mit größeren Verantwortungsbereichen ausgestattet und sind dann als wissenschaftliche Mitarbeiter angestellt. Und wir haben auch in der Zukunft vor, ein Forschungszentrum aufzubauen, bei dem sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter angestellt werden sollen. Herr Neutscher hat seinen Berufsweg oder als Studium schon begonnen in Afrika, und zwar an der Universität in Yaoundé. Er ist dann nach Deutschland gekommen, hat dort einen Bachelor an der FH in Jena abgeleistet, und das Angebot der DAZ hat ihn überzeugt und er ist für uns zum Masterstudiengang Automotive Engineering gekommen. Danach stehen ihm alle Wege offen, dass er zum Beispiel als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns an der WAZ arbeitet, aber natürlich auch weltweit, oder zurückgeht nach Afrika und dort Professor an der afrikanischen Hochschule. In meiner Dissertation teste ich verschiedene Holzarten, die man für den Bühnenbau verwenden soll. Bisher wurde weltweit zumeist das kanadische Holz der Orenau-Pine verwendet. Die Bestände gehen aber langsam zu Nägeln und wir müssen alternativ gefunden werden. Dabei konzentrieren wir uns auf aus Kamerun. Ich möchte mitgeben an alle Studierenden der WAZ, nicht aufzugeben, bei dem sie was tun, auch wenn es schwierig ist. Ich danke alle Professoren und Mitarbeiter der Fakultät Kraftfahrzeugtechnik. Eine besondere Danke hier an den Professor Getzlaff und Professor Schäffler.